So, das ist das neue Zentralgerät von Westaflex. WRC-351. Und das hat einen Rotationswärmetauscher. Ja, wenn ich es nochmal zeigen darf. Ja. Der Rotationswärmetauscher dreht sich im Abluft- und Zuluftmassenstrom. Die Wärme und Feuchte wird vom Abluftmassenstrom zurückgewonnen und auf die Zuluftseite übertragen. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Ströme hier drin. Einmal von außen ins Haus herein, einmal vom Haus nach draußen. Völlig richtig. Die Luft wird gefiltert über einen Vorfilter durch den Wärmetauscher, wo Wärme und Feuchte zurückgewonnen werden, als Zuluft ins Gebäude. Und die Abluft wird gefiltert, um eben die eingebauten Komponenten vor Verschmutzung zu warnen und möglichst langen, sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ja. Und der Vorteil vom Rotationswärmetauscher gegenüber den vorhandenen oder den jetzigen Plattenwärmetauschern ist, dass er auch die Feuchte zurückgewinnen kann. Völlig richtig, genau. Ja. Und man braucht keinen Kondensatablauf wie bei anderen Geräten. Dadurch ist man sehr flexibel, was die Einbausituation betrifft, Wand und Decke. Und ich kann es auch in allen Variationen einbauen, also Hochkant, unter der Decke, waagerecht. Ja. Ja. Okay. Und wenn die Luft jetzt sehr kalt wird im Winter, dann habe ich die Möglichkeit, die Luft auch zu, außer über den Wärmetauscher, wenn das nicht ausreichen sollte, nochmal über ein Heizregister. Standardmäßig ist ein Heizregister verbaut, wo ich dann die Zuluft individuell einstellen kann. Mhm. Dafür gibt es eine kabelgebundene Fernbedienung, die intuitiv zu bedienen ist. Die wird vorzugsweise im Wohnbereich installiert, im Sichtbereich, sodass ich, sage ich mal, auch wenn mehr als zwei Fehler auftreten, diese angezeigt werden und ich auch wahrnehmen kann. Häufig hat der Nutzer ja auch das Verlangen, dass er einen Wohnraum nach der Luftqualität steuern kann. Geht das auch mit diesem Gerät? Dafür gibt es CO2-Fühler, Feuchtefühler, wie dieses Modell. Ja. Man kann Grenzwerte hinterlegen. Das heißt, das Gerät fährt einfach von der Luftleistung höher, wenn die Luftqualität schlecht ist, und wenn sie wieder gut ist, fährt es wieder runter. Völlig richtig. Vollautomatisch. Also ich habe ein Handy mit, über das Handy ist ja auch das Ganze einstellbar, so wie ich gehört richtig, habe. Richtig, genau. Das heißt, es gibt eine App dafür und darüber kann ich auch Temperaturen, Luftfeuchte und so weiter ganz einstellen. Ganz genau, auch das ist eine neue Prima, sehen wir schon installiert. Hier habe ich die Möglichkeit und kann die Ist-Werte abfragen, ein paar Ist-Werte, die relevant sind, damit die ganze Sache nicht so komplex gestaltet wird. Ja. Und kann gewisse Sollwerte, wichtige Parameter verändern.